Whiteboard Fox ist ziemlich das einfachste Whiteboard-Tool auf dem Markt. Du klickst auf der Startseite einfach auf Start Drawing. Hier kannst du einstellen, welche Berechtigungen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und wie lange das Board haltbar sein soll. Im Zweifelsfall natürlich never, aber mir reicht jetzt 14 Tage. Und mit Create Whiteboard kann es losgehen. Wenn du auf den Stift klickst, kannst du noch die Farbe ändern und dann kann es losgehen. Ich bin jetzt hier an meinem Computer und entsprechend etwas unbeholfen. Du kannst gewisse Dinge auch wieder löschen, allerdings wird immer gleich das ganze Objekt gelöscht und nicht nur einfach so ein bisschen wie auf dem Papier üblich. Mit Options hast du noch verschiedene weitere Möglichkeiten. Du kannst schreiben oder eben auch ein Bild auswählen und dieses Bild lässt sich auch noch in der Größe anpassen und verschieben. Und wenn jetzt andere mitarbeiten sollen, so kannst du einerseits hier mit Share den Link kopieren und übrigens ist das dasselbe wie dieser hier. Den kopierst du und teilst ihn per Mail über einen Dienst wie Teams oder indem du einen QR-Code erzeugst. Mittlerweile ist mein Kumpel darauf und du siehst, er zeichnet jetzt da auch mit. Wir können also einfach gleichzeitig miteinander auf diesem Board arbeiten. Ich habe ihm jetzt etwas gelöscht. Du siehst, es ist natürlich auch ein bisschen störungsanfällig und mit Undo oder Redo kann man da gewisse Schritte, die man gemacht hat, irrtümlicherweise auch wieder rückgängig machen. Ja, du siehst, es ist ein sehr einfaches Tool, das Spaß macht bei der Zusammenarbeit, das aber auch sehr begrenzt ist in seinen Funktionen.